Ja, verehrte Mitstreiter, wir haben dieses und voriges Wochenende schon viele Themen gehört. Wir haben über den Islam gesprochen, über Bildungspolitik oder über Einwanderung. Und sicherlich gibt es noch viele Themen, über die gesprochen werden muss. Zwei Themen möchte ich heute hinzufügen, die mir besonders am Herzen liegen. Das ist zum einen die Sozialpolitik und hier besonders die Kinder- und Altersarmut. Und zum anderen die Sportpolitik. Als zukünftige Volkspartei ist es unerlässlich, dass wir uns auch um die Schwachen kümmern. Denn auch sie sind ein Teil unserer Gesellschaft. Auch sie müssen wir wieder stark machen und ihnen eine Stimme geben. Denn im Moment geht in unserer Gesellschaft das Soziale verloren. Ja, wir sind zwar ein reiches Land, aber dieses Land ist auch zutiefst gespalten. Und gerade als Mutter macht es mich doch sehr betroffen, wenn ich die Armut in unserem Land sehe. Wenn ich sehe, dass sich nicht alle Kinder ein Mittagessen in der Schule leisten können oder ihre Eltern kein Geld haben für ein Frühstück. Und das in einem der reichsten Länder der Welt. Die sogenannte Sozialpolitik in NRW mit dem Projekt Kein Kind wird vergessen hat es geschafft, dass unsere Kinderarmut in NRW entgegen dem Bundestrend in den letzten Jahren sogar noch gestiegen ist. Und inzwischen lebt jedes vierte Kind in einem Haushalt, das von Armut betroffen ist. Doch nicht nur unsere Kinder werden vergessen, auch unsere älteren Menschen. Menschen, die ihr ganzes Leben lang für den Wohlstand unserer Gesellschaft hart und fleißig gearbeitet haben. Immer mehr Rentner brauchen Grundsicherung. Und seit 2003 hat sich diese Zahl der Menschen, die Grundsicherung im Alter benötigen, verfünffacht auf über 1 Million Menschen. Hiervon sind vorwiegend Frauen betroffen, denn ihre Durchschnittsrente beträgt ca. 503 Euro. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich sehe immer öfter ältere Menschen, die in Abfalleimern nach etwas Verwertbarem und sogar Essbarem suchen. Und aus Gesprächen mit diesen Menschen weiß ich, dass sie oft aus Scham nicht zum Amt gehen und Grundsicherung beantragen oder mit der Grundsicherung einfach nicht auskommen. Diese Menschen wurden von der Gesellschaft und der Politik einfach vergessen. Und gleichzeitig macht es mich aber auch verdammt wütend, wenn ich sehe, wie viele Milliarden Euro in das Projekt Willkommenskultur gesteckt werden. Wir als AfD müssen diesen Menschen wieder Hoffnung geben und sie starten. Und dafür werde ich mich einsetzen. Wofür ich mich noch einsetzen werde, ist der Sport. Meine langjährigen Erfahrungen als Bundesligaspielerin im Tennis und im Breiten- und Leistungssport werde ich gerne in den Sportausschuss mit einbringen. Und besondere Förderung bedarf es dem Schul- und Breitensport. Denn der Bewegungsmangel unserer Kinder ist inzwischen erschreckend. Jedes zweite Kind kann nach der vierten Klasse nicht mehr schwimmen. Jedes dritte Kind kann nicht mehr rückwärts gehen. Und jeder zweite Erwachsene und jedes fünfte Kind ist bereits übergewichtig. Doch der Sport fördert eben nicht nur die Gesundheit, sondern er stärkt auch das Selbstbewusstsein. Sie lernen Teamfähigkeit und Fairness. Die Kinder kämpfen zusammen, sie gewinnen oder verlieren zusammen. Aber was sie auch tun, sie lernen vor allem Zusammenhalt. Und genau das sind die Eigenschaften, die unsere Gesellschaft wieder braucht. Wir brauchen selbstbewusste Persönlichkeiten, die füreinander einstehen und nicht Egoismus und Gleichgültigkeit.
möchte mich stark machen für die Schwachen in unserer Gesellschaft. Und gemeinsam mit Ihnen möchte ich entschlossen mich dafür einsetzen, dass unser Land NRW wieder eine Zukunft hat. Eine Zukunft ohne Armut. Dass NRW wieder ein sicheres Land wird, in dem Eltern keine Angst um ihre Töchter haben müssen. Und ich möchte mich wieder für eine Politik einsetzen, die geprägt ist von Ethik, Vernunft, Verantwortung und Sachkompetenz. Mein Name ist Uta Opelt, ich bin 45 Jahre alt, Diplomkaufmann, staatlich geprüfte Tennislehrerin. Ich lebe seit über 20 Jahren in Düsseldorf. Ich habe eine 17-jährige Tochter und arbeite in einer internationalen Beratungsgesellschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Opelt. Die erste Frage haben wir rechts vorne. Ja, Uwe Höller, meine Sprecherkreis. Frau Opelt, wie wollen Sie denn diese fürchterlichen Armutszustände in NRW bekämpfen? Ich hatte bis jetzt nicht den Eindruck, dass in den letzten 40 Jahren das nicht an Sozialhilfeleistungen, denen ich in diesem Land gemeint habe. Also ich alleine kann schon mal diese Armut nicht tragen. Dazu brauche ich Ihre Hilfe und wir müssen einfach versuchen, dann, wenn wir in bestimmten Gremien sind und an der Stelle, dass wir richtig analysieren, wo das Geld hinfließt, in welche Projekte, weil oft, wir dürfen keine Prestigeprojekte unterstützen, wir müssen dort wirklich dafür sorgen, dass das Geld da ankommt, wo es benötigt wird. Hier vorne noch eine Frage. Aus Münster. Meine Frage zielt in die gleiche Richtung, wie der Herr eben gestellt hat. Sie haben sehr häufig betont, dass man das Adjektiv sozial benutzt. Bei über 50% Ausgaben für Soziales insgesamt an den Steuereinnahmen kann es vielleicht sein, dass nicht zu viel Sozialstaat zu wenig Sozialstaat haben, sondern in Wirklichkeit zu viel, dass ein Abbau des Sozialstaats vielleicht mehr helfen würde. Mir geht es nicht um den Abbau, also nicht um den Sozialstaat, sondern mir geht es um Gerechtigkeit. Ja? Wie ich schon sagte, dass eben wirklich Milliarden Euros verschwendet werden, auch in Willkommenskultur, und dass wir einfach unsere eigene Bevölkerung vergessen. Wir vergessen unsere Menschen, die hier in Würde sind, und dafür ist es erwartet. Dritte Frage, rechts. Herr Wolf-Dieter Wiese, Kreisverband Forum. Sie haben gerade gesagt, dass Sie Leistungssport gemacht haben, in der Bundesliga Tennis gespielt haben. Was wollen Sie, wenn Sie in den Landtag kommen, im Sportausschuss verbessern? Was kann man da noch besser machen? Wo liegen da Ihre Schwerpunkte? Ja, ich war zwar Leistungssportlerin, aber es ist nicht jedem zu empfehlen, weil wirklich die Auswirkungen körperlicher Art nicht so angenehm sind. Was ich gerne verbessern möchte und was ich auch angesprochen habe, ist eigentlich der Schul- und Reitensport. Denn da der Bewegungsmangel unserer Kinder, wie ich auch die Beispiele gesagt habe, ist erschreckend. Auch selbst in der Schule muss angesetzt werden, dass die Sportfächer, dass nicht der Sport ausfällt, das ist meistens das erste Fach, was ausfällt und nicht mehr ersetzt wird. Und Sport ist einfach für unsere geistige Gesundheit der Kinder unglaublich wichtig. Und das muss einfach in die Gesellschaft wieder getragen werden. Und für mich steht einfach der Breiten- und der Schulsport im Vordergrund. Auch Herr Peter Weiß mit 466 Stimmen. Und dann bleibt für Frau Kuka-Opelt 169. Frau Opelt ist gewählt. Dankeschön für den Beitrag. Meine Damen und Herren, Frau Opelt, Uta, hörst du mich? Meine formale Frage, du nimmst die Wahl an? Das war ein Ja? Ja, ich glaube, sie hat gesagt, ja, ich will. Herzlichen Glückwunsch.